Diese sexy Brasilianerinnen wissen ganz genau, was sie von einem Mann erwarten. Aussehen und Intelligenz sind dabei Nebensache. Nur eins muss er unbedingt sein. Deutsch. Ich habe schon deutsche Männer kennengelernt. Sie sind sehr umgänglich, gesellig, pünktlich und vor allem feinfühlig. Warum der deutsche Mann durch diese und andere Eigenschaften zuteils bei brasilianischen Singlefrauen absolut im Trend liegt und warum derartige Multikulti-Ehen in der Realität oft nicht ohne Tränen ablaufen. Wir zeigen es. Wir befinden uns in Brasilien. An den Stränden der Copacabana und Ipanemas präsentieren die wohl schönsten Frauen der Welt ihre perfekt geformten Rundungen in der Sonne. Kaum zu glauben bei diesem Anblick, aber die meisten der Frauen sind noch zu haben und schuld daran sind allein die brasilianischen Männer. Das zumindest behaupten diese sexy Brasilianerinnen. Und deshalb suchen die Singlefrauen jetzt, wie mittlerweile auch viele andere Brasilianerinnen, ganz gezielt nach einem deutschen Mann. Mit der Zeit wird man wählerischer. Die Männer in Brasilien sind sehr rücksichtslos und kaum feinfühlig. Deutsche Männer sind viel höflicher und besser erzogen. Ich will endlich eine ernsthafte Beziehung. Gerson Santana unterstützt die Frauen bei der Suche nach einem deutschen Mann. Der 39-Jährige ist Inhaber einer Partneragentur. Seit 22 Jahren verkuppelt er hauptberuflich Brasilianerinnen und Deutsche. Über 900 Paaren hat er nach eigenen Aussagen schon zur Hochzeit verholfen. Es beginnt immer mit einem Briefwechsel. Wie lange das geht, ist vom Paar abhängig. Dann kommt der Mann irgendwann nach Brasilien und lernt die Frau kennen. Die Agentur unterstützt sie dabei und danach entscheidet das Paar, wie es weitergeht. Und wenn alles gut läuft, können die Brasilianerinnen irgendwann zu ihren Männern nach Deutschland ziehen, wo ein abgesichertes Leben auf sie wartet. Und wenn sie noch mehr Glück haben, dann finden sie dabei tatsächlich auch die große Liebe. So wie die 23-jährige Flavia Moser. Die schöne Brasilianerin lernte ihren österreichischen Mann Felix Moser vor 4,5 Jahren zufällig am Strand kennen. Für den Projektmanager war es Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns gesehen, sie ist vor mir vorbeigegangen. Wir haben uns kurz intensiv in die Augen geschaut und dann schon, wow. Schnell stand für beide fest, dass sie ihre Zukunft gemeinsam verbringen wollen. Und zwar nicht in Brasilien, sondern in Wien in Österreich. Es geht nicht anders so. Er konnte nicht nach Brasilien fliegen, so dorthin wohnen mit mir. Ich denke aber so, für mich wäre es auch besser, so nach Brasilien, so von Brasilien weg, so in Wien. Die 23-jährige Modedesignerin weiß, dass sie in Österreich wesentlich besser und vor allem sicherer lebt als in ihrer brasilianischen Heimat. Die Kriminalitätsrate Brasiliens ist im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt extrem hoch. Jährlich sterben über 55.000 Menschen durch Mord oder Totschlag. Das sind 150 pro Tag. Neben Morden hat die Polizei vor allem gegen Entführungen, Raubüberfälle und organisierte Drogenbanden zu kämpfen. Viele der Polizisten handeln dabei selbst korrupt. Ich war zweimal, also einmal vor meinem Haus überfallen und einmal auf meine Straße. Und ja, das war schon schwierig für mich. Trotzdem war es auch nicht immer leicht für Flavia in Wien. Besonders anfängliche Sprachbarrieren, fehlende Freunde und Familie sorgten zu Beginn oft für jede Menge Heimweh. Die ganze Familie ist schon, ich finde es schon, weil am Sonntag habe ich immer mit meiner Oma so Mittagessen und habe immer mit ihr so geblieben. Meine Eltern auch. Gut. Auch für Flavias Familie in Brasilien war es schwer, die 23-Jährige nach Deutschland gehen zu lassen. Besonders Oma Bernadette vermisst ihre Enkeltochter sehr. Trotzdem weiß die 71-Jährige, dass Flavia Glück hatte mit ihrem Ehemann und ihrem Leben in Österreich. Das Leben hier in Brasilien ist sehr schwierig und teuer. Man muss sich sehr gut organisieren, um überhaupt über die Runden zu kommen. Flavia hat es jetzt besser. Und von so einem besseren Leben träumen eben auch Josiane, Jasmin, Cleve und Selma. Será
Ich habe Deutschland bereits kennengelernt und ich möchte auch den Rest von Europa sehen. Mein Mann sollte an Gott glauben, ein Familienmensch sollte er sein. Er sollte zielstrebig und ehrgeizig sein. Er muss kein Millionär sein, aber er sollte mit beiden Beinen fest im Beruf stehen. Angst vor einem Leben mit einem fast fremden Mann in einem weit entfernten Land, ohne die Sprache zu sprechen und komplett ohne Freunde und Familie, haben die Frauen nicht. Ich bin fest entschlossen und ich probiere gerne neue Dinge aus. Ich bin sehr anpassungsfähig, was meine Umgebung und neue Menschen angeht. 1.800 Euro kostet es übrigens, wenn sich die Frauen über die Partnervermittlung an den Mann bringen lassen. Allerdings bezahlen das komplett die deutschen Männer. Dafür dürfen sie sich dann aber auch eine neue brasilianische Frau aussuchen, sollte es mit dem ersten Mal nicht klappen. Bisher ist noch niemand ohne Partnerin zurückgekommen. Dann hoffen wir mal, dass diese Brasilianerinnen tatsächlich einen passenden deutschen Mann finden. Und dann können wir solche schönen Rundungen vielleicht auch bald vermehrt an deutschen Stränden bewundern.